Hallo und herzlich willkommen zurück zu Planet Side 2. Ja, hier stehen wir nun am Inder Warp Gate, wo wir das letzte Mal aufgehört haben mit unseren frisch erworbenen Upgrades. Und gucken mal, wollen mal gucken, wie die sich so im Kampfeinsatz machen. Und dann gucken wir mal, was so los ist. Ja, wie man sieht, die Terran Republic, gerade deutsch zum Vormarsch. Hier sind zumindest viele Gegner. Hier steht Enemies Detected 48 Plus, also mehr als 48 Gegner. Und hier ist auch was gut los, dann Alatum Biolab. Ich würde sagen, da gehen wir einfach mal hin. Und ich werde jetzt mal probieren. Wir versuchen uns mal heute am Luftkampf. Ich setze mich einfach mal in so einen Skalf rein. Und wenn es nicht klappt, dann machen wir wieder Infanteriekampf. Oder wenn es nicht gut klappt, mal gucken, wie lange wir überleben. So, ich habe extra einen Waypoint gesetzt. Über 2000 Meter. Mit dem Skyth, aber kein Problem. Ja, das ist der Skyth. Sieht recht schick aus. So, dann gehen wir mit dem Afterburner ein bisschen Gas. We've taken a control console. So. Oh, shit. Shit. Mistviecher können sich ja wehren. Wow. Das war schon nicht allzu erfolgreich. Ich bräuchte jetzt eigentlich schon einen Ingenieur, um mich zu reparieren. Oh, fuck. Nein. Vielleicht keine Kontrolle mehr über das Ding hier. Das Ding schmiert mir, glaube ich, ab. Ja, war ein kurzer Ausflug. Tja, was legt man sich auch mit jemandem an, der deutschen Level über einen ist? So, Alatom Biolab. Dann steigen wir hier mal als Infanterist ein. Am Spawnpunkt. Ja, ist auf jeden Fall verteidigen. Und ich glaube, das Gebiet ist, deswegen ist das auch so dunkellila. Ne, doch nicht. Warum ist das so dunkel wieder? Ich dachte, das sei, weil das abgeschnitten ist von anderen Gebieten, aber es ist es ja nicht. Eigentlich ist es... Nee, ist es das nicht. Nee. Ja, gucken wir mal. Genau, was wir hier sonst treffen. The control console has been taken. We've won the control console. Wow. Nein! Verdammt! Wo kommt der denn her? Vielleicht setze ich mich gleich nochmal ins Skyf, wenn der Cooldown abgelaufen ist. Weil da haben die Fahrzeuge, das finde ich halt, wie gesagt, das hatte ich ja schon mal in der letzten Folge erwähnt. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Fahrzeuge so lange Cooldown haben. Ich glaube, irgendwie 15 Minuten oder so. Es gibt zwar Upgrades, mit denen man das verkürzen kann, aber es ist halt trotzdem ein bisschen doof, wenn man es dann als Anfänger gar nicht richtig üben kann. Und das wäre ja das, was man müsste. Das halt üben. Oh. Was war das? Das war ein Heavy Assault und ich hab dir mal gerade das Schild weggeschossen. Herzlichen Glückwunsch! Verdammt. Geht ja schon mal richtig gut los hier die Runde. Das kriegen wir schon hin. Wow. Nein! Ach, wo hocken die denn überall? Da war nämlich nicht nur der, auf den ich geschossen habe, sondern da drüber stand noch einer, irgendwie auf dem Dach des Gebäudes. Ah, das ist schlecht. Die Kontrollkonsolen sollte man auf jeden Fall
behalten. We've taken a control console. Oh, oh, oh. Oh. Das läuft ganz schlecht. Oh, das ist Battle Rank 100. Hat sich ja weiß was ich nicht noch alles freigeschaltet für die Waffe. The enemy has taken a control console. The control console has been taken. So, Punkt D ist eingenommen. Was geht hier ab? Ah. Oh. Okay, da ist schon mal ein Heavy Assault, ne, ein Light Assault hochgeflogen. Yay, die Granate hat was getroffen. Das ist doch immer gut. Oh, das ist Spawnpunkt. Da kann man natürlich nicht gegen ankämpfen. Und ich sollte mal warten, bis das Schild wieder da ist. Ja. Also, so wie ich das sehe, greift hier sowohl die Terran Republic als auch das New Conglomerate an. Kill Assist. Ich habe leider keine Granaten mehr. Oh, fuck. Aber zum Glück gibt es keine Kollisionsabfrage zwischen den Spielern. Ist der eigene Fraktion. Okay, komm her. Zeig dich, du Max. Na. Okay, ich werde revived. Das ist schon mal nett. Wow. Danken wir uns auch mal brav für. Yay! Nochmal einen weggeholt. Aber irgendwie werden wir hier immer mehr umzingelt, habe ich den Eindruck. Den Infiltrator habe ich sogar gesehen, aber ich habe halt auf den... Oh, Battle Rank 7, yay! Ich habe auf den Max gehalten. Puh! Yay! Diese Service Ribbon, also diese Verdienstabzeichen, diese Orden, die man hier kriegt, die kann man irgendwie... Die sind irgendwie täglich limitiert und geben halt Bonus-XP, ich weiß noch nicht... Für was genau man die bekommt. Ich glaube für eine gewisse Anzahl an Kills bestimmter Waffen oder so. Hey, ich habe den gerettet und noch einen Kill dabei gemacht. Wow, 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 wow. Ossa. Da wird ja scharf geschossen. Hier irgendwas rumkreucht. Es sieht nicht so aus. Weg, 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 weg. Puh. Ho, da habe ich den Kill abgestaubt. Jawohl. Aber die Killstreak hält. Hey. Ich bräuchte mal irgendeine Resupply-Station, damit ich mal in der Lage bin. Uah. We've allowed the enemy to take a control console.
Scheiße. Kam an Max an. Aber ich habe ihn überlebt. Bin jetzt hier noch ein Medic hinbequemt. The control console has been taken. Ist ein Medic? Das ist ein Engineer, ne? Ne, ist ein Medic. Jawohl, ein Medic. So. Ach, das ist ein Max, okay, mit der Pistole mache ich dann natürlich nicht so viel Schaden. Puh. Das war auf jeden Fall ein Heavy-Duell. Da scheinen auf jeden Fall irgendwie Gegner herzukommen. Aus der Richtung hier. Mal schauen. Wow. Ja, da ist auf jeden Fall der Terran Republic Spawnpunkt. So, aber es scheint, ich habe irgendwie das Gefühl, es sind weniger Gegner. Uns gehören auf jeden Fall alle Punkte. Okay. Ich glaube, der Kampf hat sich einfach nur verlagert. Ich bräuchte mal so eine Resupply-Station. Haben wir denn mal eine da hinten? Und die ist, glaube ich, blau unterlegt. Das heißt, die gehört wahrscheinlich gerade dem New Conglomerate. Ja, das dürfte doch der Spawnpunkt von denen sein. Will denn keinen mehr? Das wäre doof. Außer am Main Spawn Room. Oder? Ne, das sind unsere, ne? Hier kann ich rein, ja. Weil, dann holen wir uns mal Resupply, genau. Holen wir uns mal neue Munition und. Ja. Hauen die da mal weg und so. So, hier im Süden, es geht wohl noch ein bisschen Action. Aber es sieht tatsächlich so aus, als hätten wir das hier so halbwegs im Griff gerade. Haha, bam! Killstreak hält an. Ich glaube, ich muss mir gleich mal neue Granaten und sowas holen. Nein! Shit. Ja, ich glaube, hier ist jetzt dann kein Medic am Start. Naja, sieht nicht so aus. Hey, was kriegen wir? Ja, keine Bewertung, okay. Naja, da würde ich eigentlich nicht spawnen. So, und ich kaufe mir dann auch mal direkt neue Granaten hier im Terminal. Ich weiß gar nicht, wie viel ich überhaupt noch habe. Ja, da fehlen noch einige. So. Mal hier resupplyen. Dafür brauchen wir die Infanterie-Ressourcen.
Okay, wir strömen da im Süden in der Mine. Da strömen neue Gegner rein. Finde ich nicht gut. Das war auf jeden Fall knapp. Hier ist irgendwie kein Medic in der Nähe. Bam! Nochmal zwei Kills. Ja, und je mehr Kills man macht und je mehr Punkte man macht, desto schneller levelt man halt. Und desto schneller kann man sich halt die ganzen Upgrades leisten, ohne Geld dafür bezahlen zu müssen. Also es ist auch so ein bisschen, ja, eine Skill-Sache, sag ich mal. Also nicht, dass ich jetzt gerade gut spiele. Ich habe gerade einfach einen Lauf, lag auch noch irgendwie viel rum, aber ja. Aber Leute, die das Spiel gut können, vor allem die mit Fahrzeugen gut umgehen können, können ja auf jeden Fall einiges reißen und sich so manche Sachen recht erspielen. Ich werde aufgehoben. Das ist sehr gut. Komm. Nein, rett mich doch. Ja, hier steht's unten. Revived by. Und dann weiß man, dass man gerettet wird. Das ist mal cool. Weiß man auf jeden Fall, dass die Medics gewillt sind, ihren Job zu machen. Und das soll mal schön in so einem Team-Shooter. Nein! Ach Mist, da oben stehen sie auch noch. Kette. Okay, hier hebt mich jetzt wahrscheinlich keiner auf. Kann man verschmerzen. Ich glaube, ich gehe gleich mal zu so einer Konsole und setz mich nochmal in Skype. Und guck mal, was man da so machen kann. Nicht hier. Ach, hier bin ich unten. Nö, ich möchte eigentlich wieder nach oben. Ja, in den Hauptspawnräumen gibt es dann wohl auch immer so Teleporter. Die Gegner versuchen es immer noch. Wie sieht die Karte mittlerweile aus? Oh, hier. Das gehört der Terran Republic. Hier in der Inder Excavation Site ist auch noch eine große Schlacht im Gang. Ich würde sagen, da fliegen wir jetzt einfach mal hin mit dem Skyth. Und diesmal fliege ich straight dahin und guck mal, ob ich da irgendwas reißen kann. Was geht denn hier ab? Okay, ich gehe mal da zu der nördlichen Plattform. Da scheint, zumindest laut Karte, nicht viel los zu sein. Und dann setzen wir uns nochmal in so einen Skyth und versuchen uns nochmal. Yay! Biolab Defense. Das war cool. Was ist hier? Wow. Da bin ich mal gepflegt in den Terran Republic Spawn reingelaufen. Oh scheiße, die Konsole ist kaputt. Okay. Ungonör. Was haben wir denn da oben? So. Was ich auch sehr krass finde allgemein an dem Spiel, ist einfach, dass es hier Friendly Fire gibt. Ich meine, das Spiel, mit dem es ja gerne verglichen wird, Battlefield 4, beziehungsweise damals noch 3, als Battlefield 3 noch aktuell war, da gibt's das ja nicht, außer im Hardcore-Modus. Und den spielen nur wenige, hab ich mal den Eindruck. Oh, Punkt A gehört den Gegnern. Ist hier keine Flugzeugkonsole mehr da? Oh. Hey, der war frech. Zum Glück hat denn mein Teammate gekillt. Ich glaube, der hat mich alt aussehen lassen.
Oh shit. Ich treffe den einfach nicht, das gibt's doch nicht. Wow. Bin ich genau in die Rakete reingelaufen. Nein, nein, nein. Oh, shit. Sind hier keine Konsole mehr tauglich? Die ist kaputt. Dass die kaputt ist, ist klar. Da tobt ja auch die Schlacht. Ich, geh mal zum Warp-Gate zurück und hol mir mal einen Skyth. Ich will mich jetzt auch mal in Skyth setzen. Und mich als Pilot probieren. So. Nein, 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 ich will nicht upgraden. Ich will kein Premium kaufen. So. Okay. Hier soll auch gut was los sein. Ich setze hier mal meinen persönlichen Blickpunkt hin. Okay, dann betätigen wir mal den Nachbrenner hier. Steigen mal ein bisschen in die Höhe. Oben angreifen können. Kann man nicht spotten im Flugzeug? Das gibt's ja nicht. Wow. Ist auch irgendwo ein Moskito unterwegs. Da ist er. Komm schon, komm schon! Wow, 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 wow! Nein! Okay, das war ein kurzer Ausflug. Ja gut. Das ist ein bisschen, das ist wirklich ein bisschen wie bei Battlefield 4. Das gibt ja einfach die Fliegerasse, die einen sofort aus der Luft holen. Ah, kämpfen wir mal hier an der Excavation Site. Ich scheint da ein bisschen was los zu sein. Nee, wow, ich wollte eigentlich ganz schön nee. Ah, sogar, ja. So. Okay, welche Richtung denn? Guck da. Sogar eine Mission, das da einzunehmen. Ah, guckt euch mal die Umgebung an. Also ich finde, das ist wirklich das Tolle an dem Spiel. Man hat wirklich gute und abwechslungsreiche Umgebungen. Die dann so aussehen, wenn gekämpft wird. Und das erzeugt einfach nur eine richtig geile Atmosphäre. Deswegen kann ich eigentlich nur jedem raten, das Ding mal selber auszuprobieren. So. Oh, da ist ein Arschfeuer. Warte. Boah. Oben rechts gesehen. Wow! Nein, 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 überfahr mich nicht. Wow. Ah! Scheiß Granaten. Jawohl! Haben wir noch. So. Helfen wir noch, den Lightning mit zu töten. Was man als Heavy so kann oder machen sollte.
Nein. Okay, irgendwas habe ich getroffen mit der Granate, aber... Nein, es war nicht tödlich genug. Dafür war der Gegner schon Raketenwerfer tödlich. Ach komm, da muss ein Medic sein, nämlich jetzt auch gut. Ja. Nehme ich gerne an, den Reds. Danke. Danke, Medic. Lieber Medic. Wow. Wir werden ja ein bisschen umzingelt, habe ich das Gefühl, wenn ich mir die Karte so anschaue. Oder auch nicht. Ah, lass mich durch. Ich bin Arzt. Ah, stimmt nicht, aber... Aha, wow, das war ein Spawn-Kill. Haben einen Headshot-Bonus bekommen. Oh. Ups. Aha. Wow. Ich glaube, da habe ich gerade aus Versehen jemanden von meinem Team weggesäbelt. Boah. Puh. Haha, jawohl. Ich weiß gar nicht, worum hier gekämpft wird. Das soll nur so ein kleiner Außenposten von der Basis, wo es angestellt. Ach, warum läufst du mit dem bisschen in den Rocket Launcher? Was soll das? Na gut, kann auch nicht wissen, dass da von locker mal 10 Meter weiter hinten einer den Raketenwerfer zieht. Oh. Hier ist ja Medic Paradise. Oh, shit. Okay. Wow. Puh. Die Medics sind auch noch wach, ja. Passen ja richtig auf hier, vor allem. Schon Luxus. So. Wow. Aua. Ah, das hat leider nicht für einen Kill gereicht. Oh, shit. Na gut, ich bin nicht der Einzige, der Heavy, der hier mit Raketenwerfern reinhalten kann. Oh, aber ich werde aufgehoben. Das ist der Unterschied. So. Ich muss sagen, nach dem holprigen Start verläuft die Session doch ganz gut eigentlich. Wow, wow, wow. Au. Okay, irgendwie geht's hier nicht weiter, habe ich den Eindruck. Aber ich glaube, ich bin irgendwie ja, vor die Flinte gelaufen. So wie es eben dem anderen Typen da passiert ist. Kein Thunderer, das ist schlecht. Ja. Das ist so ein kleiner Außenposten. Das geht doch ja eigentlich um das Quartz Ridge Cam. Ne, ich werde aufgehoben. Ha! Lange liegen bleiben lohnt sich manchmal. Wie dem auch sei. Ich würde allerdings mal sagen, ich stelle mich jetzt mal. Ne, hier ist scheiße.
Ich stelle mich mal hier oben hin, jetzt glaube ich ein bisschen sicherer. Beende den Part an dieser Stelle und dann geht's einfach hier nahtlos weiter und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Planet Side 2. Bis dahin, tschüss!